nicht irgendwie. Das ist ja rumstehen. Ich hoffe, es ist wie eine Winkel. Will ich mal auf den schießen? Ja, kannst du machen, aber es ist natürlich ein schlechter Winkel eigentlich. Interessiert den irgendwie gar nicht. Ich stehe hinter ihm fast und... Jetzt. Hallo. Wie geht's denn so? T-Rex Nummer 2. Ist bestimmt auch dein Denkel, aber ich kann ihn auch mal inscannen, mal gucken. Ja, ja, mach das mal. Na, da. Ja, für dich. Guck mal, 100%. Ja. Ich würde sagen, gut getroffen, weil zweimal Herztreffer. Unter anderem. Aha. Eingeweide komplett auch alles rot. Ja, ich habe mir auch eingebildet, ich habe relativ gut gezielt. Ja. Hoffe ich mal. Mal ein Foto machen. Ich mach noch eins, warte, ich zieh mal auf den. Dann machen wir mal ein Foto. Okay. Hab doch mal ein Foto gemacht, so. Ja, erfolgreiche Jagd. Gut. Dann können wir ja mal bei der Kiste gucken. Ob es ein bisschen Nachschub gibt. Ja, es sind sogar zwei Kisten. .308, 8 Schuss, Waffe, Hut, Handschuhe. Kannst du ja mal rausnehmen. Schuhe. Dann Slug, 3 Stück. Willst du die haben? Naja, das wäre nicht schlecht. Ja. Ja, schade, Shotgun und sowas wieder. Die Waffe hier kann ich nicht mitnehmen. Ich nehme mal die Munition mit. Na, die Waffe hast du da, oder? Die Waffe habe ich nicht, nee. Achso, die hast du nicht mehr. Nee. Hast du noch viel Platz? Lass mich mal gucken. 77%, also ein bisschen was mitnehmen kann ich schon noch. Weil ich weiß nicht, sonst kann ich dir die 700er geben mit 5 Schuss und ich nehme die andere. Na, das wird, glaube ich, nichts werden mit der Waffe dann. Geht nicht. Weil, nee, die ist zu schwer. Also, da müsste ich irgendwie um die 50% oder sowas durch haben. Also, okay. Ich könnte vielleicht die dann in den Shotgun nochmal mitnehmen oder so, aber... Ne, die 700er hatte ich so schwer. Weil ich glaube, wenn ich, selbst wenn ich jetzt die Dinge rauslege, wird nichts bringen. Wenn ich die Shotgun-Munition rauslege, dann habe ich 75%. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchten die 308 Platz. Eigentlich nicht so viel. Naja, dann ging's. Ich habe hier, wo ist denn der Beutel da? Hallo? Da. Hab da mal. Okay. Ich hätte jetzt da liegen jetzt noch. Wo ist jetzt der Beutel? Weg. Scheiße. Was war da drin? 22 Schuss von der... Oder hast du es aufgenommen? Von den Posten, von den roten, nee. Achso. Ich habe 10 verschoben und dann ist der Beutel verschwunden. Ja, nee, das darfst du nicht machen. Also wenn du einen Beutel machst mit Munition, Waffen oder irgendwas und du packst immer Sachen rein oder raus, dann kann das genau das passieren.
Ja, das ist mir eigentlich noch nie passiert. Das habe ich zwar schon öfter gemacht, aber... Ja, ja, das ist meistens so, gerade vor allem im Multiplayer-Modus funktioniert das halt nicht. Ja, weil ich habe jetzt 10 Schuss habe ich verschoben, weißt du, 32 habe ich. Ja, genau. Und 22 wären noch drin gewesen, die sind jetzt weg. Ja, das passiert halt. Wenn du halt Munition irgendjemandem geben würdest, zum Teilen irgendwie nicht rein und rauszunehmen, sondern immer neue Beute kriegen. Okay. Ja, für die Munition und so, das ist... Hätte ich dann gegeben, falls du mitnehmen können, aber jetzt sind sie verschwunden. Ja, das... Im Erdboden. Man kann mal die Schaufel auspacken, um mal. Lass mich mal buddeln, warte mal. Mal gucken, wo die hin ist. Ja, ist ehrlich, halt. Das kann man nur hoffen, dass die Entwickler irgendwann doch mal der Meinung sind, vielleicht ein bisschen am Spiel zu arbeiten. Also solche Sachen endlich mal zu fixen, ja, das ist ja. Ne, wir hatten ja 20. Januar, glaube ich, 2016. Da gab es das letzte Update und seitdem ist ja nichts mehr passiert. Ich glaube, da wird auch nicht mehr so viel passieren, oder? Na, ich oder haben die Zeit mal? Na, Zeit hätten sie vielleicht schon, aber die ist ja nur ein kleines Studio. Das heißt, da arbeiten, weiß nicht, 5 Leute in dem Entwicklerteam. Die hören zwar unter das Dach quasi von Avalanche Studios und Avalanche Studios haben ja hier Just Cause 3 und solche Spiele gemacht. Nur eben halt ist das ein kleines Unterabteilung mit wenig Mitteln höchstwahrscheinlich oder eine Art eigenständiges Studio quasi, die ja nur an The Hunter arbeiten. Mhm. Und das hatten sie ja nun aufgrund dieser des neuen Contents für The Hunter Primal das andere Spiel natürlich wieder ruhen lassen, weil die haben halt nur 2-3 Leute. Ist ja klar, dann können sie sich ja nicht aufteilen und 3 arbeiten da und 0 arbeiten da, geht halt nicht. Mhm. So, dann haben sie das Spiel erstmal wieder auf der Halde gepackt hier das Spiel und arbeiten erstmal an Content für The Hunter. Weil da ist ja das so, dass das Spiel durch Abonnenten halt bezahlt wird und das Spiel kostet ja gar nichts. Mhm. Also laufende Kosten quasi haben die ja da nicht. Ja, und deswegen... Gut, dann haben sie auch noch Teamwechsel wieder gehabt zu einigen Leute und... Naja. Ich habe da wenig Hoffnung. Dass sie nochmal irgendwas machen, aber wer weiß. Theoretisch hat es zwar so, wäre es möglich halt, weil die hatten ja auch eine Umfrage gemacht, wo man teilnehmen konnte. Was man so gerne Veränderungen haben möchte oder sehen würde und ob man vielleicht ein DLC kaufen würde. Aber seitdem kam ja nichts mehr. Naja, das ist das halt bei so einem kleinen Team, ne? Mhm. Entscheiden sich immer schnell so, mal so. Ja klar, für irgendwas müssen sie sich entscheiden, wenn sie so wenig Leute haben. 10 Schuss Kaliber 308 und 5 mittlere Highsprays. Kannst du ja mitnehmen. Ja, ich kann nichts mehr mitnehmen. Achso, okay, dann nix mit. Vorübergehend. So. Wenn du es verschossen hast, kriegst du es ja wieder. Ja, ist halt schon blöd. Ich meine, das Spiel... ist ja, würde ich mal sagen, so mit das beste Dinosaurier-Jagdspiel auf Steam und hat Potenzial halt, ne, das Spiel, aber leider sind hier so viele gravierende Fehler drin, wie was wir ja gerade gesehen haben da bei dir mit der Munition. Und das darf halt nicht sein, also in der Verkaufsversion halt, wenn es eine Beta wäre, so, okay, kann vorkommen, aber... Ja. Und das nächste Schlimme eigentlich ist auch noch, dass die Engine so alt ist und gar nicht diese Features hat, dass zum Beispiel der Entwickler ein SDK einbauen könnte. Das heißt also Entwicklerprogramm oder Tools, damit die Community dann das Spiel weiterentwickeln könnte. Also das heißt, das geht auch nicht. Das ist halt dann schon ehrlich.
läuft der rum, oder? Jetzt. Falschen Winkel, ja. Der wollte irgendwie nicht sterben. Der wollte nicht wirklich sterben, ne? Nee. Ja, irgendwo. Auch verständlich. Findest? Aus seiner Sicht raus. Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also ich erwarte, dass sie beim ersten Schuss umfallen, denke ich. So, da oben ist nochmal ein Triceratops und rechts, glaube ich, war auch noch einer und Mutter war irgendwo nach rechts. Ein roter Fliegenpilz. Mann, die sammle ich jetzt nicht ein. Da oben fliegt ein Quetzer rum wieder. Storm ist er nicht. Wo ist denn der Flattermann? Ich hatte einen Flattermann. Da ist er. Oh, durch die Bäume. Oh! Ja, ja, durch die Bäume. Kleine Mistmale. Ich wechsle mal schnell hin. Falls er nochmal angreifen sollte. Also höchstens einmal greift er an und dann haben wir es. Drückt es sich. Wieder, ja. Dann haut er ab. Wenn er das jetzt schon wieder macht. Den kann ich nicht. Da oben ist er. Ne, ich glaube, der backt schon rum. Nicht mehr. Ja, der kam so auf mich zu. Ich dachte, der zieht dann hoch und zieht so über mich weg, aber dann ist quasi. Oh, dann doch nochmal. Der fliegt voll in mich rein. Ja, versuch mal vom Fels runterzukommen, vielleicht liegt's daran. Ja, ja, sehr schade, der fliegt so richtig direkt. Ja, ja, ich weiß. Und ich, also der fliegt auf dich zu und dann läuft er so kurz hoch und fliegt weiter rüber weg. Und sieht echt komisch aus. Oh. Jetzt ist er vorbeigeflogen. Ja, nett. Schießt ihn aus der Luft raus. Ja. Weiblich. Wieder nicht. Ja, ich glaube nicht, dass der wieder aus dem Nichts auf, oder? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass der normal läuft jetzt, oder? Der irgendwie schon zu voll jetzt. Der fliegt nur so komisch. Interessant. So, da unten haben wir noch einen Uter. Der hat so viel Schaden bekommen, oder? Nee, den Quetzer können wir abschreiben. Das. Ja, solange er mich nicht von hinten mitnimmt. Nee, da musst du. Da musst du die Hälfte der Lebensenergie verloren haben. Dann macht er das. Das ist wie mit den Utas, wenn die nicht anspringen. Das machen die auch nur, wenn du unter 50% Lebensenergie fällst. Ah, okay. Dann haben die so ein. Ja, das habe ich letztens auch gehabt, da hat mich einer einfach niedergesprungen. Hast du wahrscheinlich zu wenig Lebensenergie gehabt, ja.
war cool. Quasi aufzugmäßig nach unten ja, und ja, dann ja. weitergeflogen. Ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, ich habe ein Fahnenkreuz auf einmal, ist er weg und dann steht er bei dir irgendwie. Was macht man? Der hat eine Fassrolle oder was? Komplett vorbeigeschossen wieder. Ja. Komm, lass das, wird nichts mehr mit dem. Ist halt nervig, aber was soll's. Ist halt schon durch den dritten Giftbusch, ey. Nur blöd. Na, hat der Donner erwischt. Ja, oh, voll durch den Hals. Sieht ungesund aus. Okay. Ich habe auch die getroffen, ja. Mhm. 10% Schaden. 50% Erhaltungszustand. Ja, der hat ja auch ziemlich viele Treffer abbekommen. Verständlich. Ja, nur zwei. Echt? Nö. Ja, dann von dir und einen von mir. Ja, aber dann hat das aber wieder falsch gezählt, weil das... Du hast ja nicht mit 700er geschossen. Nee, nee. Aber ich denke, ich habe jedes Mal vorbeigeballert. Mhm. Wir haben mit Sicherheit getroffen. Das wurde nur wieder nicht richtig angezeigt oder berechnet. Das ist schon öfters vorgekommen. Egal. Können wir mal Richtung Cape Trihorn. Rechts hier von uns. Mal ein bisschen gucken wegen Ausrüstung. Nach links mal laufen dann. Ich habe auch immer den Eindruck, das machen die absichtlich irgendwie, immer einen Arsch zu drehen. Jawohl. T-Rex. Also, ja, T-Rex auf dem also ich schieße immer mit der Slug auf die Triceratops, ist das ja, ja. richtig? Richtig, ja. Aber da musst du dann wirklich schon richtig gut zielen halt in Herzrichtung. Also Buckshot bringt gar nichts halt. Ne? Das ist... Oh, schau mal, da kommt was angerannt. Mhm, aber der rennt vor dem Triceratops, vor dem, genau, der Triceratops rennt vom Triceratops weg. Nein, der rennt vom T-Rex weg. Weil da irgendwo oder das ist der, den wir angeschossen hatten. Dann ist jetzt wieder auf die Flucht. Könnte. Wenn ein T-Rex ist, dann... Achso, ja, ja, stimmt. Nee, das war bestimmt der. Hast recht, ja. Sprühe ich mich nochmal ein, auch wenn der Bike noch... Da nicht ist so weit unten ist. Ich guck mal, der rennt von uns aber weiter weg. Oh, ich habe hier einen Flackerbot. Toll. Das hatte ich letztens auch. Männlich. Aber 6 Kilo Tonnen. Kleiner. Ja, das Flackern ist auch so eine Sache, ey, die geht gar nicht. Ja, ja, das habe ich letztens gehabt mit der 308er, aber nur wenn man hergezoomt hat. Wenn man im normalen Zoom war, war es okay. Mhm. Aber sobald man halt... Ja, ja, ist unterschiedlich. Ich habe das auch schon in beiden Zoom-Stufen gehabt und das ist dann natürlich völlig schlecht. Kannst du das Zoom abschrubben quasi und versuchen so zu schießen halt. Hallo Triceratops. Geht's uns denn heute?
Dummerweise. So, der Rex kommt in unsere Richtung. Jetzt habe ich nur noch 2 Schuss von der Slug und 5 von der 700er. Hast du beide Waffen ausgerüstet? Ja. Okay, ich habe dann noch die 308er, hätte ich auch noch. Ich könnte auch die tauschen mit der... Nee. Mach mal mit der Slug erst, und wenn die leer geschossen ist, sein sollte und den auch nicht tot ist, dann halt erst dann die 700. Das wäre so eine Verschwendung, weil der ist ziemlich klein. Hat der aber nicht mal interessiert, irgendwie, dass wir hier rumgeballert haben? Nein. Gar nicht wirklich hierher, irgendwie. Aber gleich wird er uns hier sehen haben. Oder? Ja. Ja, kommt er schon. Stiefelt dann bergauf, bergab. Rumspielerei gewesen wieder gerade hier, ey. Das nehme ich jetzt wieder mit. Jetzt nehme ich mal ein paar Slug-Munition mit, oder möchte da reichen 30? Nimm mal 40 mit, wenn du so viel Platz hast. Ich gehe mal zu der Kiste da, mal gucken, was da drin ist. Weil ein paar Triceratops warten ja auch noch hier. Knall dazu brauchst du auch. Soll ich dir auch irgendwas mitbringen? Bisschen Slug vielleicht und irgendwie ein paar Bögen, Pfeile für normalen. Also wie viel Slug brauchst du? Nummer 20 mit. 20, okay. Und Pfeile? 20, 30 oder so. Ich habe schon wieder ein Rex hier oben. Gibt's ja nicht. Wie viel hatten da ein Paket Pfeile? 10. 10, 20, 30. Kannst du auch 30 mitnehmen, ja. Okay. Den Bogen hast du? Ja. Von der roten brauchen wir nichts. Nö, dann habe ich noch. Ich habe jetzt nur die Slug. Na gut, die 700er kann ich nicht kaufen. Das ist nochmal ein Männchen mit 6000. Ach scheiße, ich hätte ein paar Heiltränke mitnehmen sollen. Ich bin auch... Kannst du von mir auch noch haben. Ich habe auch noch ein paar. Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Warum? Das ist ja nett. Ist dein Droppot weg, oder? Der ist ganz schmal, mein Droppot. Solange du drauf zugreifen kannst, ist alles okay. Na, eben nicht. Ja, das ist schlecht. Ich hatte es letztens mal gehabt, tot, Ausrüstung gekauft, gespawnt und ein unsichtbarer Droppot. Ich konnte meine ganze Ausrüstung nicht mitnehmen. Ja, ich kann nicht hin, weißt du, dem Droppod auf der einen Seite. Und wenn ich dann hingehe, dann läuft mein Charakter nach oben. Ach, okay, also das ist quasi. Scheiße. Also wenn der unter dem Felsen wäre. Sieht ja nett aus, wie so ein will da drauf zugreifen, Leute. Tja, wenn es nicht klappt, dann lass es halt. Ehrlich, ist mir aber auch schon passiert halt. Ein bisschen laufe ich nach außen rum. Oh, jetzt auch. Das nehmen. Ich glaube, jetzt bin ich von oben reingefallen in das Gerät. Okay. Unglaublich. So, nehmen wir das gleich mal.
Soll ich noch an der Basis vorbeigehen? Wäre vielleicht sinnig. Vielleicht ist da was Schönes drin mittlerweile. Wenn du da auf dem Weg bist, dann kannst du das natürlich noch machen. Dropbot, ja. Ich habe den Dropbot da. In der Nähe gesetzt. Da laufe ich doch noch vorbei. Ja. So, Pfeiler habe ich noch. 3, nochmal 10. Tja, und hier hinten ist halt irgendwo nochmal ein Rex, wo wir gerade den einen getötet haben. Ja, da ist, wie gesagt, meine 700er, da sind glaube ich auch noch 2, 3, 4 Schuss drin. Naja, ich mache erstmal die Triceratops, die hier, drumherum noch stehen, so ein, zwei. Bis dahin wirst du es ja auch wieder da sehen. Dann können wir den Rex gemeinsam machen. Daneben geschossen den Pfeil, in zweitem Anlauf. Direkt ins Herz. So langsam komme ich wieder ein bisschen über eine halbe Million an Credits. Ich habe ja so viel Geld verloren durch diese ganze Rumsterberei immer. Diese Rechse einfach nicht sterben wollten. Eine 308er brauchst keine. Mm-mm. Ja, lasse ich die drin. Ach, das ist ja wegrennen. Triceratops, okay. Dann rennen halt. Ja, wenn ich nach hinten ausweiche, dann vergesse ich meistens das Sprinten. Dann gehe ich immer im normalen Schritt zurück und schon bin ich gefressen. Obwohl das immer optisch irgendwie ausschaut, als wenn der relativ weit weg wäre und mich gar nicht kriegen dürfte. Aber ja, du musst immer einen Sicherheitsabstand halten, das, das täuscht wirklich. Ja, man ist da ruckzuck. Guck da. Geschossen. Kommt auch nicht so oft vor. Hattest du eigentlich Ark Survival Wolf nochmal gespielt irgendwann? Nee, ne? Nee. Hab's ja eine Menge Updates, ey. So viele neue Dinos. Geh weg. Greifen mich hier zwei Triceratops an. Spielt ihr? Ja, ja. Das habe ich auch nicht. Ich kann nicht mehr rennen. Ich bin tot. Scheiße. Was hast du mit denen angestellt? Das liegt zwei gleich. Ja, ich habe auf einen geschossen und dann hat der andere mich zwar auch noch angegriffen. Hm, schlecht. Ich habe natürlich wieder schlecht getroffen am Anfang, ist ja klar. Was sonst war? Sonst müsste der ja müde sein. Gell? Ja, das ist schwierig. Wenn dann zwei kommen, also da hast du meistens auch keine guten Karten. Das ist mir vorhin aber auch passiert, dass einer auf so einen Schuss versetzt hat. Da gibt es dann die, zu drei Viertel voll weg war. Also, Rex. Ah, na, gucken wir mal. Und wo bin ich?
Ah. Bin. Ich habe mal markiert, das ist ein männlich mit 6 Kilotonnen. Juhu, mein Triceratops ist gestorben noch. Ach du Schande. Er ist verblutet. Hattest du dir deinen Loot eigentlich markiert? Ja, den, wo du warst. Okay. Ist er also nicht. Jetzt bin ich natürlich irgendwo am Arsch der Welt. Tops Anlauf in der Hocke erwischt, unten im Hals vor mir zusammengebrochen. Nicht schlecht. Gut. Ja. Also wenn man schnell noch handelt manchmal und ziert, dann fallen die einfach um. Hab ja jetzt eine ganze Weile nur noch mit Pfeil und Bogen geschossen, wie du ja vielleicht auch einer meiner Folgen mal gesehen hast. Ja. Da sind ja eine Menge so eine One-Shots mit bei, also ist schon spaßig. Wenn du mit Feuer und Bogen rennst. Ja, da muss man da wirklich genau wissen, wo der kritische Punkt halt ist und aus welcher, aus welchem Winkel man schießen muss. Ansonsten ist das doch ein ziemlich sinnloses Unterfangen. So, du bist 1300 Meter weg von mir. Ja, soll ich dir entgegenkommen? Oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich mein Zeug holen sollte. Was da drin ist, dann komme ich mal in deine Richtung. Na, ich komme jetzt in deine Richtung gelaufen. Nicht, dass da unterwegs noch mal so zwei Triceratops auf dich warten. Diese Killermaschinen. Ja. Diese dicken Fellknäuel. Zwei Pfeiler hier oben noch. Ich finde es sehr schade, dass man diese Compound-Pfeile nicht kaufen kann. Kannst du meine Leiche sehen? Die siehst du nicht, gell? Die zweite Leiche. Oder? Die zweite? Nee. Auf der Map vielleicht mal gucken. Also die ist jetzt auf... Nee, sehe ich nicht. Achso, hier ist nichts gespawnt in dem... Ja? Ja, ich bin jetzt gerade wieder hier über Bushhorn Meadows gelaufen. Aber... Das sind keine Kisten. Sollte aber eigentlich sein. Wir waren ja lange genug weit weg. Ja, ich meine, gut, ich war jetzt ein Stück weg. Doch das, dass ich ja gestorben bin. Und dann gehe ich jetzt über die Leiche. Das hört man auch gerne, dass du über Leichen gehst. Ja, genau. Und Leichenpflaster sind seinen Weg. Auch wenn es die eigenen machen. Ach, da hinten ist ein Triceratops. Ist ja nett, der kommt so hergelaufen. Muss ich gar nicht hin, der kommt her. Alles hier. Oh, wieso kann ich denn nicht? Tun wir mal die Machete raus. Okay, dann kann ich alle Pfeile nehmen. Hab ein bisschen Angst. Ne, der läuft weg von mir. Okay. Nicht, dass die gleich wieder bei dir nicht losgehen. Nein, nicht mich verlassen.